Das sollte sich jeder Manager zu Herzen nehmen. Der Kapitän verlässt das Schiff als letzter. Eine der spannendsten Aufgaben für mich war ein Interimmandat, in dem ich das Ziel hatte, vom Investor her, das Unternehmen zu gesunden bzw. den Turnaround zu schaffen. Wenn das nicht gelingt, das Unternehmen bestmöglich zu verkaufen und als letzte Variante eine Schließung vorzunehmen. Ja, war für mich eine lukrative, tolle Aufgabe, weil ich zuerst schon mal versucht habe, wirklich alle Hebel in Bewegung zu setzen, damit wir wieder ins Geld verdienen kommen. Leider mussten wir erkennen, dass das nicht so schnell wie möglich war, wie das sich der Investor vorgestellt hat. Und in einer Sitzung mit ihm wurde dann beschlossen, dass er kein Geld mehr nachschießen will und wir dazu schauen sollten, dass das Unternehmen verkauft werden kann. Ich meine, ich habe als Manager schon sehr viele unterschiedlichste Aufgaben wahrgenommen, sehr viele positive, aber auch das eine oder andere negative. Und das war für mich schon eine der prägendsten negativen Erfahrungen, weil einfach enormer Druck auf mich zugekommen ist, weil plötzlich ging es nicht mehr um Turnaround, sondern wie holen wir noch die eine oder andere Kohle aus dem Feuer. Dass der Investor schlussendlich Geld liegen lässt, ich denke, das war ihm klar, das war auch uns klar. In der Sache kann ich nur jedem den Tipp geben, dass er möglichst schaut, dass er A, selbst als Manager rechtlich abgesichert ist, dass nicht er selber ja, Gefahr läuft, dass er dann quasi vor Gericht kommt, beziehungsweise im schlimmsten Fall der Freiheit beraubt wird, ins Gefängnis muss. Als zweites, dass man sehr stark darauf achtet, dass man korrekt handelt, dass man ja immer, egal in welche Richtung das es geht, dass man wertschätzend mit Mitarbeitenden, auch mit Lieferanten, ja, mit allen Stakeholdern, mit allen Partnern umgeht. Ja, dass man die Würde nicht verliert, würde ich sagen. Und ja, als dritter Punkt sicher ganz wichtig, dass man auf seine eigene Gesundheit achtet, dass man wirklich schaut, wie gehe ich mit meiner eigenen Ressource um. Dass ich also ja, Sport betreibe, dass ich die Batterien immer wieder auflade, dass ich schaue, dass ich ausreichend Schlaf bekomme. Wobei in der Zeit habe ich schon schlechter geschlafen, als wie ich sonst schlafe. Ja, dass ich einfach auch auf meine Ernährung achte, dass ich schaue, dass ich fit bleibe, weil der Druck, den man erfährt, der ist schon nicht zu unterschätzen. Eine kleine Episode noch. Uns ist dann tatsächlich das Geld ausgegangen. Wir haben also mit Lieferanten verhandelt, Zahlungsziele verlängert, immer wieder von einer Seite auf die andere Seite versucht, alle Hebel in Bewegung zu setzen. Schlussendlich haben wir uns nochmals mit dem Investor an den Tisch gesetzt und gesagt, du musst da ordentlich Summe nachschießen, weil wir können die Löhne dieses Monats und des nächsten Monats nicht bezahlen. Und ja, schlussendlich konnten wir ihn überzeugen, nachdem er ja, das Unternehmen finanziert hat, dass er diese Geldbeträge oder diesen Geldbetrag nochmals überweist. In der Phase habe ich vorher mit den Mitarbeitern gesprochen. Wir haben sowieso wöchentlich die Mitarbeiter informiert, wo wir stehen, was wir alles versuchen, damit sie uns bei Laune bleiben, damit sie mitarbeiten. Wir haben gesagt, es nützt nichts, wenn ihr lamentiert oder wenn ihr euch durch Ängste runterziehen lässt. Schaut, dass er einen ordentlichen Job macht, dann haben wir eine Chance. Das war immer unser Credo. Wir haben
in dieser Versammlung, wo wir nicht wussten, schießt der Investor nochmal nach, damit wir die Löhne bezahlen können, da haben wir uns hingestellt und haben auch gesagt, uns, also der Finanzchef und ich, wir beide erhalten unser Geld erst, wenn alle Mitarbeiter ihren Gehalt, ihren Sold bezahlt bekommen. Das ist sowieso eine Devise, wo ich finde, das sollte sich jeder Manager zu Herzen nehmen. Der Kapitän verlässt das Schiff als letzter.